Okay, liebe Leute, die Tür ist wieder zu. Ich habe nach der letzten Aufnahme neu geladen und im Grunde trotzdem, wir müssten das ja jetzt haben. Was ist das denn hier? Oh, ah, okay, die Bilder, die wir gesammelt haben. Eins fehlt anscheinend noch. Oh. Daddy ist wütend. Jetzt haben wir alle. Sollen wir es uns angucken? Oh, Moment, Moment, das ist die Reihenfolge. Oha, oh. Wie hat denn alles angefangen? Oha, okay, passt mal auf. Das war das Bild, was wir jetzt letzten Endes gemalt haben, nachdem alles wieder abgefackelt war. Aber die Tür ist zu. Okay. Fehlen da noch Zeichnungen? Ich glaube, da fehlen einfach noch Zeichnungen, ne? Das war der Top. Okay, Moment. Oh, weia. Gut, dass die Taschenlampe keine Batterien braucht. Bitte lass mich raus. Das wäre cool, wenn es jetzt einfach enden würde. So, du hast das Haus verlassen und das Spiel endet. Scheiße. Bitte, bitte, bitte. Hier war ja der Flügel. Warum ist die Tür vom Arbeitszimmer wieder offen? Wir können es drehen, wir können es drehen. I don't know what I expected to find. A farewell note? A final will? What I found was an apology. Expressed in the only language he ever truly knew. At that moment, I could finally see my father for what he was. A man driven insane with sadness and guilt. Trapped in this house, a nightmarish echo chamber of past mistakes and tragedies. It was this house, a place beyond hope, beyond redemption. I knew what I had to do. I've given up trying to understand my father a long time ago. But I could finally forgive him. Was? Das kann nicht das Ende sein. Ich habe gerade einen Cut gemacht. Hallo? Was? Das geht gar nicht. Hallo? Okay. Hey, Princess. What have you got there? Oh, that's so lovely, sweetie. But why pink? Okay.
Das kam unerwartet. Das war Layers of Fear? Nein, das geht doch gar nicht. Kann ich das irgendwie überspringen? Entschuldigung. Ich kann nicht weiterspielen, ich kann nur ein neues Spiel beginnen. Okay, Leute, jetzt der Speedrun. Wir machen es diesmal etwas anders. Ich wüsste diesmal gerne, was passiert, wenn wir an der einen Stelle zum Bild vom Vater gehen. Da wir jetzt noch... When I was a child, I used to lay in bed late at night, staring at the ceiling, listening to my father's... Da wir ja noch Platz haben am Ende dieser Folge, die jetzt nur 3 Minuten ging und dann das Ende kam, dreh ich es einfach mal um. So. Ugh. Oh, it reeks in here. I swear that God doesn't shut up. Beim letzten Mal habe ich die Tür, glaube ich, nicht aufgemacht. Ich wurde einfach weggestoßen. How the hell did you get out? Go on, get out of here. Before I find a way to keep you in there for good. Wir sammeln einfach die Bilder nochmal, weil vielleicht können wir auch irgendwas mit der Reihenfolge ändern. Still life. So, und da wären wir wieder vor dem Raum der Entscheidung. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie wir uns diesmal entscheiden. Ich gehe diesmal andersrum. Wir haben uns beim ersten Mal durchgehend für die Mutter entschieden und diesmal machen wir es umgedreht. Wir gehen zum Vater. Und dann bin ich das letzte Mal schon umgedreht. Ups. Ah, es kommt aber aufs selbe hinaus. Hey there. Oh, come on, don't be afraid. It won't bite. Here, try for yourself. Okay, und los geht's. No, no, that's not quite right. Ich bin ein Piano-Held. I have an idea. Go get your crayons. Nee, ich spiele jetzt weiter. Ich bin der neue Mozart. Weil. Ups. Ich wollte doch nur Piano spielen. Okay, Moment. Kam das jetzt mit dem Zug? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr, obwohl ich das Spiel vor kurzem... Alter! Pupke, du Scheißköter! Jetzt kam's, oder? Nein, der Rollstuhl. Irgendwie bin ich trotzdem froh, dass wir aus dem Hund kein Monster vor uns hatten. Hier sind wir dann das letzte Mal rechts gegangen, ne? Ich gehe jetzt nur mal rechts und gucke einfach mal, was passiert. Oh, okay, kommt irgend... Oh nein. Kommt aufs selbe hinaus, glaube ich. Nur die Entscheidung, wie wir am Ende dann dastehen, ist, glaube ich, alles dann. Ich komme ja schon. Gibt mir immer noch eine Gänsehaut.
Und rennen können wir auch nicht wirklich als Kind. Na komm, Wand, komm näher. Okay, eine brennende Tür. Und weg hier. Oh, ah, alles klar. Da ging das Bild kaputt. Aber wo war die Türe? Wo ging's denn? Oh. Wo ging's weiter, meinte ich, aber ich hab's schon gefunden. So, der Schnelldurchgang. Einmal die Treppen benutzen. Ja, da rennen wir jetzt hoch. Dann das nächste Teil war hier. Hauen wir schnell ab. Dann kann uns auch nichts passieren. Und mal schauen, ob wir diesmal ein anderes Ende bekommen. Ich habe mich zweimal für den Vater entschieden. Und bums. Wieso kann ich es nicht nehmen? Ah, doch, okay, jetzt. Okay, und fertig. Na, also, mach auf. Oh, hey there, young lady. Shouldn't you be in bed? It's all right, you can stay. Just don't make too much noise. Daddy's working. What do you mean, who's that? It's Mommy. What? That's not what Mommy looks like? Well, she does to me. Und wir gehen ein allerdrittes Mal in Richtung Vater. Gucken, was jetzt passiert. Genau dasselbe nochmal. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Das haben sie aber schlau gemacht. Ich komme da nicht hoch. Achso, weil ich es wegschieben muss, deswegen. Und da flog uns der Obstkorb um die Ohren. So, diesmal aber direkt. Hallo. Wow. Man kann ja auch runterfallen, das wissen wir ja. Wow. You have to come out. She's waiting for us. Don't make me do this by myself. No.
I don't want her to see me like this. I'm sorry, I can't. Das war diesmal aber irgendwie anders. Irgendwie hat sie das Gefühl oder so, wir lieben sie nicht, weil wir immer wieder zu ihr gehen. Why would you do this? What am I supposed to do now? I can't do this without you. Okay, es ist doch ein wenig anders von den Sachen, die wir finden. Frieden. So, die Couch. Böser Hund. Na komm her. Krieg ich trotzdem Gänsehaut von. What was that? Oh no. Honey, I need you. I need my medicine. Oh please. Oh, it hurts so much. Why won't you help me? Why are you punishing me like this? Whatever I did, I'm sorry. Beim letzten Mal war hier die Alkoholflasche. Und hier hinter konnten wir raus, ne? Da war das Kinderzimmer. Und hier ging's. Vielleicht kommen wir doch irgendwann rein. Ich weiß es nicht. Scheint nicht so. Ach, die Sache mit der Katze. Weiter geht's. Hallo Katze. Diesmal werden wir der Katze das Zahnrad ansetzen. Man kann hier runterfallen, wenn man sich wirklich falsch lehnt. Ach komm, wir können auch runterfallen. Aua. Mal gucken, ob der Katze es gefallen. Huch. Ob der Katze es gefallen wird, wenn wir ihr das Füßchen reparieren. Hallo? Das war doch eine gute Idee. Und was passiert, wenn wir da reingehen? Okay, okay. Da gehen wir nicht mehr ohne Katze rein. Wie war das noch? Wie war das noch gleich? Wie konnten wir da rankommen? Ups, ups, aua. Da mussten wir einfach nur näher ran. Okay, wir haben doch das richtige Füßchen. Ich wollte nur alle Möglichkeiten mal probieren. Na los, kleine Katze, lauf! Man muss hier echt der Katze so langsam folgen. Ist einfach so niedlich gemacht, oder? Good. At least you can still feel something. I look at you and I see nothing. Not the beautiful girl I fell in love with. Not the mother of my child. Not even the hateful monster you pretend to be. You're just empty. I look at you and I feel nothing. It scares the hell out of me. I know you're disgusted with me. Admit it.
disgusted with you, but it has nothing to do with the way you look. I'm disgusted with what you let it do to you, how you let it change you. Okay, die Gespräche sind auch anders. Letztes Mal war das Bild der Mutter da, richtig? Princess. Princess, wake up. I need you to get dressed real quick. There are men coming. Some very bad men. They want to take you away from me. But I won't let them. We won't let them, will we? Yes. Now I remember. Throughout all the chaos and misery, in his own flawed and misguided way, he did love her after all. His way of expressing it was a different matter altogether. Okay, also wir haben das alles ein bisschen umgedreht jetzt. Okay. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt am Ende. Aber allem Anschein nach denkt die Mutter, wir lieben sie nicht. I wonder when was the last time this place saw sunlight. Okay, wir haben zwar nicht alles gefunden, aber ich habe jetzt auch den Schnelldurchgang gemacht. Dann jetzt das nochmal im Schnelldurchgang. What are you doing? Put that down! You're much too old for that childish nonsense. Tja, dann müssen wir wohl. Finally! Are you ready to embrace true art? Oh, the summer trees. So green and vibrant and full of life, but also young and inexperienced. Let's try to find them a more poignant season. Brilliant! Let's add some more of the same color. That won't make it boring or predictable. Okay, das letzte Mal hatte ich das Grün nicht genommen. Und kam das? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass wir dann da hinten die Farbe genommen haben. Und dass dann Pupkill kam. Und zwar direkt auf uns zu. Gibt mir immer noch eine Gänsehaut. Aber gut, jetzt ist halt die Luft raus. Ich weiß jetzt, was kommt oder wie es ist. Und deswegen, der erste Moment, der war schrecklich. Yes, the autumn of life, when man seeks shelter from the elements. What are you doing? Put that down! You're much too old for that childish nonsense. Finally, are you ready to embrace? Ah, yes, the autumn of life, when man seeks shelter from the elements. Let's see how our little hut fares when the skies grow dark. Wir sehen ihn nicht. Es wollte diesmal nur sicher gehen, ob wir ihn nicht verpassen könnten. Das sind Stifte. Hier müssen wir durch. Glaube ich. Ja, stimmt, weil die schwarze Farbe, die haben wir ja. Hier irgendwo bekommen. Ach ja, stimmt. Was passiert, wenn ich den Schrank berühre? Nix, der schiebt uns einfach weg. So, komm, Ball. Cooler hoch. Was für ein Lärm. Wir machen alles platt mit dem bösen Ball. Oh, arme Katze. So, und diesmal nochmal genauer gucken. Ich glaube, das ist die schwarze Farbe einfach nur, oder? Und daraufhin wird der Bildschirm schwarz und wir sind zurück. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. Ich dachte das letzte Mal, ich hätte irgendwas verpasst oder sowas, irgendeinen Text weggedrückt. So, los geht's. You see?
in the end, all we take for granted is fragile and temporary. Man passes, while nature endures. Speaking of which, I don't think our proud stallion likes the weather. Let's brighten things up a bit. Alles klar, dann brighten wir mal. Wo ging's raus? Hier überspringen jetzt. Ich wollte gerade sagen, ich überspringe jetzt alles. Aber wir machen jetzt einfach nur den Schnelldurchgang und gucken dann, was am Ende passiert. Laufen wir noch richtig? Da ist die Farbe. So, und wir mussten, glaube ich, zurück, denn in der anderen Richtung war einfach nur eine Wand und da kamen wir nicht mehr weg. So, hier durch. Immer die Suche nach dem Durchgang. Sehr schönes Bild. Wir haben es kaputt gemacht. Wir haben es eindeutig kaputt gemacht. In his own way, I believe he meant well. He wanted me to excel, hoping that when the time came, I would succeed where he failed. Avoid his mistakes. God knows he made plenty of those. Okay, die Tür bewegt sich auf jeden Fall wieder weg diesmal. Aber ich glaube sogar noch weiter weg als vorher, oder? Und was hat das mit der Reihenfolge auf sich? Uns fehlen jede Menge. Aber da dürft ihr selber suchen, Leute. Ich habe das jetzt mal verwuselt. Und jetzt wollen wir schauen, was erwartet uns am Ende? Und was würde passieren eigentlich, wenn wir nur zur Mutter gehen? Okay. I don't know what I expected to find. A farewell note? A final will? What I found was an apology. Expressed in the only language he ever truly knew. At that moment, I could finally see my father for what he was. A man driven insane with sadness and guilt. Trapped. In this house, a nightmarish echo chamber of past mistakes and tragedies. It was this house, a place beyond hope, beyond redemption. I knew what I had to do. Given up trying to understand my father a long time ago. But I could finally forgive him. Und somit brennt es nieder. Ein zweites Mal. Es schaut so aus, als hätten wir das gleiche Outro nochmal, oder? Oder ändert sich noch was? Hey, Princess. What have you got there? Oh, that's so lovely, sweetie. But why pink?
Okay, Leute, ich habe genau das gleiche Ende nochmal hervorgebracht und ich weiß nicht, was wir hätten ändern können oder so. Wir haben zwar ein bisschen in der Story an unterschiedlichen Sachen herausgefunden. So, das war jetzt Layers of Fear, das DLC Inheritance von Bloober Team. Ja, jetzt scrollen wieder sehr viele schöne Namen durch und diesmal lasse ich es aber auch laufen, denn wir sind leider wirklich am Ende vom DLC. Schade, schade, ich hätte mir jetzt echt noch ein bisschen Grusel gewünscht, noch ein bisschen irgendwie, keine Ahnung. Naja, aber geht ja auch schlecht, dass irgendwie die Mutter auftaucht oder so. Sie war ja, es ist ja 16 Jahre her. Und als zu der Zeit, wo wir den Vater gespielt haben, hat diese Frau ja noch im Haus gelebt. Und er hat wahrscheinlich genau diese Welt gerade in dem Moment so wahrgenommen. Es war keine irgendwie Halluzination oder so. Er hat die Welt einfach so gesehen. Und es war zu dem Zeitpunkt auch so, wo er seine Frau getroffen hat. Und naja, keine Ahnung, dabei ist er wohl gestorben. Hier hatten wir nicht mehr die Möglichkeit, die Eltern kennenzulernen, weil sie schon tot waren. Der Vater ist mit, ja, seiner Frau verbrannt, seine Frau hat sie, ich weiß es gar nicht mehr genau, wie es war, auf jeden Fall ist es irgendwie tragisch geendet und ja, das war das DLC. Sehr schön gemacht, also ich bin echt begeistert, selten ein DLC gespielt, was so viel Spaß gemacht hat auch. Klar war es kurz, aber hey, das erwartet man ja auch irgendwo von DLCs, ich war trotzdem leicht geschockt, als plötzlich Ende war und muss sagen, ich erwarte Großes von den Spieleentwicklern, ich würde mich so freuen, wenn da noch mehr kommt. Keine Ahnung, das Spiel natürlich aus Sicht der Mutter zu spielen, wäre auch mal interessant. Zu erleben, wie sie halt im Kaufhaus festhängt, wie sie verbrennt, wie sie ihren Mann als Ungeheuer erlebt. Und ja, die Tochter haben wir jetzt gespielt. Und ihr Leid in der Kindheit war eigentlich die Sache mit Pupkill. Sie hat diesen Hund irgendwann als Dämon gesehen, durch die kranke Fantasie des Vaters. Er hat es ihr ja so gesehen, so erzählt. Dämonenhunde, Hexen. Sie hatte schon eine schwierige Kindheit. Und speziellen Dank mal wieder an ein paar Leute. Super, echt schön gewesen. Und damit endet auch dieses DLC und das Let's Play. Spiele euch einfach mal wie immer das Outro ein. Ist vieles gesagt worden jetzt schon. Ich hoffe, ihr hattet zumindest in der letzten Folge nochmal durch den kleinen Zusammenschnitt etwas Spaß darin, das Ganze nochmal zu sehen. Schade, dass nicht mehr passiert ist. Es gibt wieder verschiedene Enden. Ich habe halt kein weiteres verschiedenes Ende rausgefunden. Ich hätte vielleicht nur zur Mutter gehen sollen, um vielleicht die Mutter zu verstehen. Aber hier, Leute, ich verabschiede mich und es war schön, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Spiel, bis zum nächsten Let's Play, bis zur nächsten Folge. Ciao!